Geld ist halt nicht alles, aber ich sag mal so, Geld ist halt heutzutage so ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, dass wenn du viel Geld hast, kannst du auch einfach befreiter leben. Würdest du dich über mehr Geld beschweren? Ich bin zufrieden, aber ich würde mich schon freuen, wenn ich mehr hätte. Das ist Jan-Paul Platte. Mein Urenkel, der ist 23 Jahre alt. Genau. Vernünftig. Das ist meine Uroma, Gerda. Die ist 94 Jahre alt und ja, ich wohne seit 20 Jahren jetzt hier mit ihr in der Nähe. Kümmere mich so ein bisschen um sie und ja. Und ich habe dir das Skat beigebracht. Ja. Zahl. Was ist das teuerste Kleidungsstück, das du besitzt? Manu. Kleidungsstück. Dein Pelz? Ja, mein Pelz. Ja, ne? Ja. Den hast du ein Pelzmann. Was hast du dafür früher bezahlt? Du, das weiß ich nicht mehr. Du hast, glaube ich, mal erzählt, 1800 D-Mark, ne? Ja, ja, das war ja. Sprich, heute 900 Euro. Ja. Für einen Pelz. Wie kam es dazu, dass du dir den gekauft hast? Hat dir gefallen? Ja, sicher. Hast du gesagt, nimm ich mit? Ja. Ja, bei mir ist es, sind es eigentlich Schuhe, würde ich sagen. Ich habe im Einkauf 140 bezahlt und der geht jetzt schon über die 1000 Euro. Das sind halt heutzutage wirklich schon Wertanlagen. Oh Mann, du bist dran. Komm. Hattest du gern mehr Geld? Ja. Wer nicht? Ja, also ich muss auch sagen, Geld ist halt nicht alles. Aber ich sag mal so, Geld ist halt heutzutage so ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, dass wenn du viel Geld hast, kannst du auch einfach befreiter leben. Würdest du dich über mehr Geld beschweren oder würdest du lieber sagen, du wirst glücklich und so? Ich bin zufrieden, aber ich würde mich schon freuen, wenn ich mehr hätte. Glaube ich dir. Wenn nicht. Wie viel Geld verdienst du mit TikTok? Mit was? Mit TikTok, mit den Videos, mit denen wir machen. Die Frage kann erstmal nur ich beantworten. Ungefähr würde ich sagen, im Monat sind es bei mir zwischen 1700 und 2000 ungefähr. Mensch, kann ich dich hier anpumpen? Zahl. Was denkst du, wie hoch war mein Taschengeld als Kind? Och Gottchen. Meins? Ja, ja. Als Kind. Mhm. Ja. Mal vielleicht ein Fünfer. Okay. Ja. Ja, war ein bisschen mehr. Ja. War ein Zehner. War auch ein bisschen mehr. Donnerwetter. Bei dir, glaube ich, Taschengeld würde ich jetzt in Mark oder Pfennig machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr früher schon so Taschengeld bekommen habt. Nee. Nee, wenn wir vielleicht 20 Pfennig gekriegt haben von einer Nachbarin oder einer liebe Tante, die dir dann was zugesteckt hat und so. Nee, aber überhaupt. Aber sonst haben die Eltern immer... Na sicher. Ja. 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 Früher in den Kriegszeiten sowas, ne? Ja, man hat ja nichts gekriegt fürs Geld, nicht? Das war's ja. So, du bist dran, Oma. Kopf! Warst du schon mal komplett pleite? Nee. Noch gar nicht? Nee. Also bei mir ist auch so, ich war auch noch nie pleite. Ich habe immer Rücklagen gehabt, habe zwar manchmal über meinen Verhältnissen gelebt, aber habe halt immer trotzdem so gesagt, dass ich mir immer alles leisten konnte. Kopf ist nicht normal. So, wie viel Geld braucht man, um glücklich zu sein? Oh Gott, was heißt wie viel? Eine ganze Menge. Also ich sag mal, bei mir ist es zum Beispiel so, um glücklich zu sein, brauche ich so viel Geld, dass meine Miete bezahlt ist, meine Einkäufe bezahlt sind, ja. Dass alles, was ich drumherum habe, einfach bezahlt ist. Ich nehme an, das klappt alles bei dir. Ja, mach ich mir auch. Keine Sorgen groß. Genau, genau. Du bist eine treue Seele eigentlich. Lässt dich immer sehen bei mir. Ja, ist ja auch für mich halt selbstverständlich.
dass ich mich um meine Uroma kümmere, dass ich mit ihr Zeit verbringe. Und wir sind ja jetzt mittlerweile auch ein gutes Team, wa? Ja.